So, damit melde ich mich jetzt mal zurück nach einer halben Stunde langen Seelenfarmen. Man kann sehen, wir haben über 200.000 Seelen jetzt. Was mehr als genug sein dürfte, hoffentlich, für die Sachen, die ich steigern möchte. Jawohl, ging genau auf. Sehr schön. So. Und mit dieser Level-Up-Orgie. So, verabschieden wir uns dann erst einmal aus Ariamis. So. Die Jungs lassen wir jetzt diesmal einfach stehen. Genau. Die folgen uns nämlich nicht hier rein. Die kommen nämlich durch das Tor nicht durch. Und ich hätte jetzt gerne doch mal mein normales Bastardschwert wieder. So, denn jetzt geht es hier durch das Tor, was wir vorhin geöffnet haben, endlich nach Hause. Beziehungsweise raus aus Ariamis. So, die Geschicklichkeit hat sich bezahlt gemacht, so gut wie wir mit dem Bogen jetzt schießen können. So, erst einmal die beiden Bogenschützen loswerden. Oh, das war knapp. Und dann versteckt sich hier drin einer. Weg. Und hier müssten sie ihre Griffel haben, genau. So, weg, weg. Weg. Und der letzte kommt hoch. Und dort vorne haben wir wieder einen Benarike-Ritter. Den letzten auf unserer Reise, um genau zu sein. Und der härteste. Denn er hat ein großes Schwert. Und ist mit dem Schwert mächtiger als die Jungs mit ihren Keulen. Und ja, Benarike-Ritter haben eine hohe Feuerresistenz meistens. Deswegen bin ich auf mein normales Schwert umgestiegen, weil sonst würde ich einiges weniger Schaden machen. Wow. Wow. Das ist ungut. Ja, genau, hinter dir stehen. Dafür eine tolle Idee. Au. Ey. Wow, 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 wow. Das trinken wir am besten selber mal. Au. Das wollte er nicht zulassen. Weg mit dir. Ja, ich sagte ja, der schlimmste Benarike-Ritter. Der aber immer eine große Scherbe droppt, wenn man ihn tötet. Und der auch respawnt. So, übrigens, von hier aus können wir wieder unseren... Nö, können wir nicht. Das Hinterteil von dem Drachen sehen. Nein. Wir wollen einfach raus hier. Durch die Nebelwand. Und Priscilla hallo sagen. Kurz mal den Blick riskieren. Das ist Priscilla the Crossbreed. Also, ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt. Sie ist jedenfalls halb Drache, halb Mensch und hat einen wuschigen Schwanz und ist stark. Schweif. Ja. Und ist barfüßig und flauschig. Who art thou? One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall be requited not. Ja, also wenn wir sie suchen, was wir ja nicht tun, wir sind nur aus Versehen hierher hier gelandet. Hust, hust. Nein, durch die Nebelwand kommen wir nicht zurück. Wir könnten sie angreifen und damit einen Bossfight triggern. Allerdings mag ich Priscilla zu sehr. Sie ist zu flauschig. Auch wenn sie eine böse Sense hat. This land is peaceful. Its inhabitants kind. But thou dost not belong.
I beg of thee, plunge down from the plank and hurry home. Ja, und sie hat ihren komischen Turm lange nicht verlassen. Definitiv nicht. Sonst wüsste sie nämlich, dass alles außerhalb, also alles, was wir dort hinten sehen, total verrückt geworden ist und uns dauernd umgebracht hat. So viel zu friedlich und gütig. Und ja, sie hat eine Lebensentzugssense. Priscilla ist nämlich eines der wenigen Wesen, das Götter töten kann. Und deswegen wurde sie hier in Ariamis eingesperrt. Also so ist die, die Theorie. Andere behaupten wiederum, sie sei hierher geflüchtet. Vor den Göttern. Ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall nochmal die Puppe zur Hand nehmen. Dumm, dumm, dumm. Ein Schrecken, der keinen Platz in dieser Welt fand, klammerte sich fest an dieses Spielzeug und wurde letztendlich in eine kalte, einsame Welt hineingezogen. Also ja, das könnte Priscillas Puppe sein. Denn sie war für die Götter ein Schrecken. Es wird übrigens darüber gemunkelt, von wem sie abstammt. Viele behaupten, sie wäre eine Kreuzung aus Seth, dem Schuppenlosen. Ja, Seth ist richtig. Seth ist falsch. Seth, dem Schuppenlosen. Und ja, einer Frau, der wir später noch begegnen werden. Und zwar die mit der großen Oberweite, die wir in der Kirche gesehen haben. Also als Statue. Also direkt gegenüber von dem Bild, in das wir reingezogen wurden. Jedoch spricht da etwas dagegen. Wenn ich mal kurz näher an sie rangehe. Seth ist nämlich schuppenlos. Und wie man sehen kann, scheint sie Schuppen zu haben. Jedenfalls da unten am Hals. Also jedenfalls sieht das für mich nach Schuppen aus. Eine weitere Theorie ist, dass sie von einem immerwährenden Drachen abstammt. Und von der Sündengöttin Velka. Weil wir haben ja einige Gegenstände hier gefunden in dem Bild, die auf Velka hindeuten. Ihre Rüstung und ihren Degen. Und auch die okkulte Glut übrigens. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Dunkle Glut. Da die Kirche die verbotene dunkle Glut lange geheim hielt, weiß kein Schmied um ihre Existenz. Wandelt eine göttliche Waffe zu einer okkulten Waffe. Die okkulte Waffe kann auf plus 5 verstärkt werden. Okkulte Waffen eignen sich für die Götterjagd und sind effektiv gegen ihre Anhänger und Verwandten. Also ja, gegen die Silberritter und die schwarzen Ritter werden die okkulten Waffen sehr gut. Genauso wie diese Sense übrigens, das ist auch eine okkulte Waffe. Ja, also das sind so die Theorien. Was ihr für Theorien habt, ja, schreibt sie in die Kommentare. Eure Meinung ist mir wichtig. So, und natürlich die gelbliche Krone und das gelbliche Set, nämlich das Xanthus-Set von König Jeremiah. Geheimnisvolles Objekt, das einst der gelbe König Jeremiah trug. Oder Jeremiah. Der legendäre Verband, niemand weiß, woher es stammt. Der hochwertige Stoff fühlt sich sehr weich an, doch das grelle Gelb der Krone schmerzt im Auge. Zudem ist sie offenkundig viel zu groß. Also ja, sie ist ein riesengroßer... Und ja, beim Rest steht nur, es mag beschädigt sein, doch ihr grelles Gelb schmerzt im Auge wie eh und je. Ja, der König von Xanthus. So, also wir befolgen Priscillas Rat. Wir lassen sie in Ruhe und gehen nach Hause. Und wieder ein Sprung des Glaubens. Das hatte ich doch schon öfters jetzt im Let's Play. In den Katakomben und vor kurzem hier auch in der gemalten Welt. Und wir haben einen Heimkehrknochen bekommen und sind in Anor Londo. So.
Und wir können die mittlerweile one-hitten, da ich meine Geschicklichkeit abgegradet habe. So, ich schieße dir in den Kopf. Okay, dem zweiten bist du ausgewichen. Und dann kommen gleich drei Stück von euch. Ja, genau, bleib einfach stehen. Ich schlag dich tot. Wurfmesser. Hey, wo kommst du denn her? So, weg mit dir. Und weg mit deiner Kollegin da. Ja, so kann man das auch machen. Genau. So, noch ein Wurfmesser. Und dann würde ich sagen, laufen wir ganz außen am Rand entlang, um die Mitte nicht wieder zu aggroen. Und töten nur dich hier. Okay, da haben wir doch noch eine geaggroht. Bleiben wir mal hier hinter der Säule stehen. Komm her. So. Die restlichen sind mir erst einmal egal. Ich will zurück zum Leuchtfeuer. Und dann kümmern wir uns endlich um den Boss von Anor Londo. Jetzt fühle ich mich stark genug für ihn. Hoffentlich. Ich habe auf jeden Fall genug Lebenspunkte mit 25 Life. Und mit so viel Stärke und Geschicklichkeit und der guten Waffe, die ich in der Hand habe, durfte ich das hoffentlich hinkriegen. Aber erstmal im Leuchtfeuer hier einloggen und kurz die bodenlose Kiste überprüfen. Also ja, wir haben einen Haufen Schrott, den ich gerne einlagern würde erst einmal. Ach, und menschlich werden. So, die Plattform kommt netterweise gleich runter. Und ich fahre nach oben. So, da geht's raus. Und dann geht's hier hin zum Leuchtfeuer. Und rasten.